So, weiter geht's bei Maximalschmerz 3. Heute mit einer, ich weiß noch nicht wie langen Aufnahme. Wir waren ja gestern, beziehungsweise in der letzten Aufnahme, da stehen geblieben. Wo waren wir überhaupt? Ach so, wir wollten den einen Scharfschützen erledigen, der oben über der Tribüne hockt. Es kann übrigens heute passieren, dass wir abrupt unterbrochen werden. Aber nicht, weil irgendwie der Platz eng wird auf der Festplatte, sondern einfach, weil es passieren kann, dass mein Paketbote dazwischen funkt. Wäre zwar nicht so praktisch, aber kann passieren. Hallo? Du alte Pissnelke. Geh mir mal nicht auf den Sack hier. Ja, kann heute eng werden. Aber mal schauen. Vielleicht sind wir ja heute so gut, dass wir das ohne große Zwischenfälle schaffen. Aber ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Wie, der steht noch mal auf. Oh! Mensch, ich dachte echt, was soll das? So, da kamen wir her. Ja, und irgendwo da drin muss auch der Scharfschütze sein. Nein. Ich will hier runter. Ich will hier wieder runter. Hallo. Ach, Mann. Ja, Kopfschuss. Siehst du, das kommt davon, wenn man so voreilig hochklettert. Ja, schöne Sache. Okay, aber wir schaffen das trotzdem. Bin ich guter Dinge? Ach, weißt du was? Ja, haben wir ihm mitten in die Schnauze geschossen. 50 mal Schmerzmittel benutzt. Ja, tolle Sache. Wir nehmen aber die Pistole. Ich finde, das ist auch die sinnvollste Sache, um jetzt hier auch zu überleben. Wo ist er? Na komm her, zeig dich, mein Freund. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt hoch. Ich werde erstmal gucken.
Jetzt können wir hoch. Most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me, looking back, long after I'd run out of time to fix them. Guck mich trotzdem noch mal um. Man weiß ja nie, was hier noch lauert an Items oder sowas, was man da noch mitnehmen kann. Ja, ich guck mal, dass ich da über die Reling springe. Ja. Das kann ganz schön wehtun, aber es hat geklappt. Das war ein richtiger Kopfschuss. Coole Sache. Ich glaube, damit hätten wir dieses Kapitel dann auch gleich abgeschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es wird ja übrigens auch noch der Junge mit der Tasche. I got the bastard. I know. You know how to make an entrance, bro. Now let's get the hell out of here. Sieht so aus, als würden wir diesmal heile in den Heli zurückkommen. Aber es ist ein bisschen blöd, dass wir den mit der Tasche nicht erwischt haben. Was heißt das für uns? Heißt das, wir haben ein Problem? Ach, guck mal, da oben sind deutsche Untertitel. Finds us the same way you found me, slumped in a bar, drunk on self-pity. Ja, betrunken in Selbstmitleid. Hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony. His dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line 'em up, line 'em up, line 'em up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously, I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, get out of here, old man. It's a nice echo. The gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say. Very funny, old man. Very funny. That's hilarious. Yeah, has been washed up old cops. You go on TV, tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Or. How you got involved with killers? I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, you disrespect my family. You ain't got the right. Hey, don't take that from this punk, Tom. I ain't taking nothing from him. God hasn't already deprived him of. But I might start anytime. Now say you're sorry. You
fucking say you're sorry. Has been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking sorry. Look away from me. Look away from cop. Me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop con. Don't act clever. Right, I will blow your brains all over this fuck counter. This every fucking where. Come on, Tony. Calm down. Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Marty. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put your gun down, son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Oh, hey. Thank you. Stay now get the fuck me. Out of here before anyone gets shot. I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Fuck. Go on. I'm fuck off. I'm coming back for you, you fuck. I look forward I got your to it. Face. Yeah? Stay fuck right back. Here. Stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah, whatever. Max fucking Bane. How you doing, man? I'm doing about as good as I look. You don't remember me? Pasos. How pasos? Come on, we went to the academy together, man. You don't remember? That's going back a long way, French. I spent 5 years on the beat in the Bronx, working homicide. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from. All over. Ah, that's great. Travel, see the world. Yeah. Keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Hey, I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive on off back into the sunset there, Pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Cheers. Well, I don't look like I go to Shakespeare or something? But I'm both. Saúde! Get in there. You faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off! Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you, you spray tan Guido douche. The girl sure had balls. I had to give her that. Oh, shit! I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. I need cover! Ja, der Max, schon eine bemitleidenswerte Seele, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, schön, 1911 in Gold. Na, wo sind die Pussys? Ich schaue mich nur kurz um, vielleicht finde ich hier noch einen schönen Drink. Arschloch. Idiot. Ach, das ist doch diese Hoboken-Gasse aus dem Multiplayer. Mensch, kennt man doch. Mit dieser Bar. Ja, unglaublich. So, jetzt renn du nicht so weit vor. Ich muss jetzt erstmal gucken hier. Kriege ich jetzt erstmal hier Kohle? Munition und anderes Zeug. Ich brauche ein bisschen was. Ich brauche ein bisschen Stoff. So, okay. Kann ich das Ding da oben abschießen? Nein. Okay. Bringt nichts. Also gehen wir weiter. Ja. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, schon so eine bemitleidenswerte Seele. Also ich glaube, der Max, der hat auch die besten Jahre schon hinter sich. Ja.
Aber die Story dahinter ist sehr, sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es macht Spaß.